Morgen. Guten Morgen. Dieses Campsite ist toll. Ist mit einer der besten, auf der wir bisher waren. Ja. Das Schöne ist nämlich? Das Schöne ist, dass man sich hier fühlt, als würde man komplett wild campen. Ja. Es gibt hier, glaube ich, insgesamt 15 Camps, die sehr verstreut sind. Da vorne ist noch ein Auto, da hinten waren auch noch welche und irgendwie ist das hier alles sehr, sehr offen und frei. Hier vorne sind die Duschen und die Toiletten. Jedes Camp teilt sich, also irgendwie 3, 4 Camps sind da rundherum. Und insgesamt, wie gesagt, gibt es 15 Stück. Und die Jungs da vorne essen, glaube ich, gerade Toast. Der Wind weht einen Toastgeruch hier rüber. Ja, gut. Auf jeden Fall sehr schön. Temperatur ist auch angenehm. Und wir gucken gleich mal, wo wir hinfahren. Also wir wissen ja schon, wo wir hinfahren. Na, so ist es vielleicht. Aber was unser Tagesziel heute ist. Mhm. Naja, wir wollen ja noch weiter als bis dahin, oder nicht? Ja. Genau. Und das gucken wir gleich. Das juckt im Schnauzer. Ich kann das jetzt nicht mehr zudrehen. Nicht, dass das wieder so voll ist und ausläuft, so wie gestern. Ist es denn einigermaßen warm? Nee, ist kalt. So, wir sind jetzt am Eingang zum Sussus Fly. Hier musste man sich ein Permit holen, das hat $170 insgesamt gekostet. Zu zweit. Zu zweit und ein Auto. Ja, und wir fahren jetzt zu den Dünen. Und es ist jetzt schon ziemlich heiß. Wir müssen nur auf uns aufpassen in der Sonne. Ja, ich habe einen Hut. Vielleicht. Ich habe eine Mütze. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, die hatten schon recht. Die besten Stunden sind die Morgenstunden, ne? Und die Abendstunden. Wir kommen eigentlich jetzt zur beschissensten Zeit. Ja, das ist echt gar nicht so clever. Naja, wir können ja den ganzen Tag hier bleiben. Zur Not können wir ja auch einfach hier campen. Wir gucken mal. Ja. Ab in die Dünen. Sieht das irgendwie albern aus? Weiß nicht. Sehe ich irgendwie albern aus? Ich habe ein mobiles Sonnendach. Das ist toll. Sieht zwar vielleicht ein bisschen bescheuert aus, aber besser so als ein Sonnenbrand. Die Düne hochlaufen. Ich glaube, wir haben was entdeckt. Da unten sind, glaube ich, Schlangenspuren. Sieht man gar nicht. Hier. Das sind wirklich Schlangenspuren. Mhm. Also ich weiß nicht, vielleicht sind es auch irgendwelche Insekten oder so. Aber das sieht mir schon nach einer Schlange aus. Oder nach mehreren. Also schön die Augen aufhalten. Entfernt von diesen hat sie den Knoten aus diesem Schlauch entfernt, den ich nicht entfernen konnte. Und dann hat sie uns vorher noch aus dem Sand rausgefahren, weil ich uns festgefahren habe. Naja, so schlimm war es gar nicht. Nee, und du hättest es bestimmt auch geschafft, aber ich wollte das gerne probieren. Ich habe dir ja nicht viel Zeit gelassen. Und dann kamen Touristen und haben genervt und geguckt. Und dann wollte Emmy nicht weiterfahren. Und dann bin ich einfach wieder ans Steuer gegangen und musste nichts anderes machen, außer weiterfahren. Hat Emmy uns also aus dem Sand rausgefahren. Wir haben es nur nicht aufgenommen auf Video. Wie viel Bar sind es jetzt? Ein bisschen weniger als 1,5. Also 1,25? Ja, so ungefähr. Okay. Ja, und das oder der, ich weiß gar nicht, das Sussus Fly
ist halt einfach eine abflusslose Fläche in der Wüste. Da mündet der Sussus River einfach in der Wüste und versickert dann hier. Deswegen stehen hier auch relativ viele Bäume und es ist recht grün. Aber bis zum Meer kommt der Fluss eben halt nicht, weil die Wüste im Weg ist. Erzähl mal, macht Spaß? Das wackelt gar nicht. Geradeaus oder rechts? Keine Ahnung, sucht in eine Richtung aus. Ich war noch nie in meinem Leben hier. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt gleich wackelt es. Nicht, wenn ich so butterweich fahre. Ach so. Also, ich weiß auch nicht. Also wie man hier wieder rausfindet? Ich auch nicht. Oh, hier, hier, da ist was. Ach, das ist jetzt hier Sussus Fly, ja? Achso, dann fahr ich doch links. Ja, fahr mal links. Das ist jetzt wirklich sozusagen Dead End. Weiter geht's nicht mit dem Wasser. Ach, guck mal, da ist dieser berühmte Baum, den jeder fotografiert. Da. Der gerade zu? Ja, ich glaube schon. Dann fotografieren wir den nicht. Oder ist es der? Nee. Oh. Entschuldigung, Baum, das will ich nicht fotografieren, aber... Wir machen das nicht, nur weil alle das machen, oder? Genau. Soll ich hier mal halten, oder? Ja. Um den Baum zu fotografieren? Gute Idee. Oder... Oder um zu tanzen. Ja. Wo ist denn dein schönes Plätzchen? Ich weiß nicht. Vielleicht hinter dem Baum. Fahren wir hier hoch. Oh, nein. Okay. Ist doch gut. Christian. Ja, läuft. Ich glaube, ich verbrenne mir die Füße. Ja gut, dann hat sich das erledigt mit dem Tanzen. Du so. Ja, barfuß. Schönen Dank auch. Ja, also, musst du jetzt deine Flipflops holen? Nee, ich tanze in Boots. Ja, dann. Aber lass uns bitte schnell machen, weil ich verbrenne auch gleich am Kopf. Ja, frag mal meine Füße. It's just for us. Welche festgefahren. Wir fragen mal, ob wir helfen können. Die haben so zwei Meter, ne? Ja, die sind aber ziemlich klein. Ich weiß nicht, ob die... Need help? Jo, der Junge aus Israel hat jetzt unser Holz. Ich hoffe, es hilft. Es hilft auf jeden Fall, wenn er sie richtig... Deswegen, nicht in der Mitte fahren. Ich sag ja, nicht Seitensprung nehmen auf jeden Fall. Schön an der Seite bleiben. So, although that won't help, I will capture this yeah. And maybe we can send it to you, so you have a nice memory of that. Tent, the roof tent. Oh, you just open it and you can sleep wherever you like. Yes. You also got stuck like. Yeah. Ah. Oh, okay. Are you just touching everywhere? Hi, friend. Hi. Hello. Sprecht ihr Deutsch? Ja. Ihr habt ein paar Platten, die könnten wir gut brauchen. Lasst mal ein wenig Luft aus euren Reifen. Weit ist es nicht mehr, aber es kommen schon noch ein paar Weichsandstellen. Da hinten sehen wir ja, hat es auch gerade einer versucht. Da vorne steht auch noch einer festgefahren, da ist schon seit Stunden keiner mehr drin. Was ist hier? Or was it in front? No, it was not. It's here. Oh, wow. I got it. Yeah? Yeah, it's here. Amazing. Yay! Thank you. And one thing, make a high 40 time. You need high 4, not low 4. Yeah. A high 40. Thank you. No problem.
See you, bye, have fun. Bye, bye. Wir laufen jetzt echt eine Düne hoch, ja? 34 Grad Lufttemperatur. Und das Doppelte in der Sonne. Catching fire on frozen ground. And I wanna be the one to give you all right now. It's just where I wanna be. Dahin, glaube ich, ne? Dahinter. Bis dahin sind wir gelaufen, genau. Das ja, dahin, also es geht ja so um so einen Bogen. Und dann geht es dahinter, das sieht man von hier aus gar nicht. Nee. Ich habe ein bisschen gecheatet, mein Schuh war auf. Ja, das. Du hast also extra was eingefüllt, ja? Aber das war. In dem anderen ist noch mehr drin und der war zu. Lass mal sehen. Boah. Tut auch ein bisschen weh. Der Sand hat gepeitscht, ne? Und dann der heiße Wind dazu. Oh, oh. Das hat schon manchmal richtig gezeckt, ne? Ja, es gab ein kostenloses Peeling auf jeden Fall für die Beine. So. Und Christian war ein bisschen schlecht beim Hochgehen, mir aber auch. Weil das echt so heiß war und ein bisschen anstrengend. Ja, kann mithalten. Auf jeden Fall haben wir eine Menge Sand mitgenommen. Der bleibt aber auch hier, der findet seinen Weg wieder zurück zur Düne. So, und jetzt gucken wir, wie weit wir heute noch fahren. Und wo wir übernachten, weil es ist 20 vor 4. 4 Uhr muss ich weg. Ich ziehe jetzt erstmal meine Schuhe aus. Weil dein Bruder Kevin allein zu Hause ist. Ja, genau. Du darfst doch nicht verraten, dass mein Bruder Kevin heißt. Die hässlichsten Schuhe der Welt, aber die Story ist halt folgende. Auf der Straßenkarte haben wir eine... Vor allen Dingen, ja, weißt du warum? Weil da Volvo Dance mit 2 und mit 3 steht und 3 ist auf der Karte eine Campsite. Jetzt ist es so, Volvo Dance ist eine Farm mit über 2000 Hektar und das ist total geil hier. Der Haken ist, die haben hier so einzelne Camps irgendwie über 40 Kilometer verstreut, dann kostet normalerweise so ein Zimmer irgendwie 400 Euro pro Nacht. Und wir dachten halt, es gibt hier eine Campsite. Und die haben uns jetzt gerade gesagt, es gibt keine Campsite. Dann sind wir zur Rezeption, dann hat die uns vorgerechnet, bla bla bla, das und das. Und wir würden 65%, auf jeden Fall ein enormer Rabatt, den wir kriegen würden. Wir müssten immerhin noch pro Nacht jeder 150 Euro bezahlen. Und auch das können wir uns nicht im Entferntesten leisten, aber es ist schon wieder so verrückt, dass wir ernsthaft überlegen, es zu tun. Was aber total bescheuert ist, weil wir es eigentlich nicht haben. Aber andererseits haben wir uns überlegt, wir haben 3 Wochen lang natürlich gearbeitet, wenig ausgegeben und bisher nur in Anführungsstrichen das Auto und den Sprit und nicht mal die Flüge haben wir selbst bezahlt, weil das abgesehen davon von ist das Arbeit unser bezahlt. Erster Urlaub in wir 5 reden uns Jahren. Das voll schön. Haben wir uns eigentlich innerlich schon entschieden?
offensichtlich. Ja, wir aber haben, ich finde es trotzdem irgendwie. Also dieses Video geht jetzt schon 1 Minute 34. Ich finde es echt blöd eigentlich, ne? Weil wir haben das Geld eigentlich. Ich wollte eigentlich schick essen mit dir gehen in Windhoek für 30 Euro insgesamt. Als schönen grünen Abschluss und jetzt hier 150 pro Person pro Nacht. Wenn wir doch morgen wieder früh wieder aufstehen und eigentlich nur ein paar Stunden hier verweilen für 150 Euro, ist schon, ich meine, andererseits bin ich auch wieder so, ja, lass verrückt sein und nicht drüber nachdenken, wir leben nur einmal, wer weiß, was uns da erwartet. Andererseits, wer weiß, was uns da erwartet und dann sind es 150 Euro. Okay, die Rezeptionistin läuft gerade aufgeregt wieder in die Rezeption hinein. Ich glaube, die erwartet jetzt eine Antwort von uns, weil wir nur 2 Minuten erbeten haben und sie die Rezeption extra nochmal für uns aufgemacht haben. Außerdem kann man hier eigentlich nur ein Zimmer bekommen, wenn man bucht. Okay, wir werden uns jetzt entscheiden und die Entscheidung werden wir dann später verkünden. Christian ist dafür, ich bin dagegen. Okay, du bist aber dagegen, dann, ja, nein, dann fahren wir. Nein, richtig dagegen bin ich auch nicht. Aber kannst du dich entscheiden, entweder ja oder nein? Weil ich will sie halt ungern noch länger warten lassen, weil das ist... Ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. Okay, dann müssen wir fahren. Ich meine, das Geld habe ich da. Das ist nicht das Problem. Aber, ja. We've been working around Okakarara at the Waterberg. Are you in a hurry? I mean, shall we... Do we have to go with you, right? Yes. We cannot go alone. No. Can you tell me a bit about this? It's a nature reserve? Yeah. And it's funded by whom? Or is it privately owned? It is private owned. Privately owned. It's not working. It's kaput. It's kaput? Yeah, it's kaput. Shall I press the brake? No, it will stay. It will stay? Yeah, it will stay. Okay, if you say so, we believe that. Meine Handbremse ist kaputt. Kein Problem. Bino heißt er. Und die wohnen hier? Ja, die wohnen hier. Ja, das habe ich verstanden, aber warum haben die es nicht so schön wie... No. Ah, ich weiß ja nicht. Das sieht so klein aus. Und dann arbeiten die so viel. Für so einen reichen Schnösel. Du weißt ja nicht mal, wie viel sie dafür kriegen. Vielleicht ist es ein gut bezahlter Job, verglichen mit anderen Jobs in Namibia. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Alright. Alright. So, the language was Kweda? Kweda. Yeah. The language is Kwedam. Then my tribe is Kwe. Mm-hmm. Yeah. And So, your tribe belongs to the Bushmen? Yes, they are not allowed to use a light also sometimes. Wow. So, I will just take your luggages to your room. Look, I will drop you here and... Oh my god. Wow. I'm totally impressed. Hello. Hello, good evening. Good evening. Fine, we are totally impressed already. Okay. Bino gonna start 8 o'clock. Maybe Bino just drop you to your room. Yes. And quickly. Yes. And then you come back when we're gonna start dinner because it's always a family table. Oh, okay. 8 o'clock we're gonna start. Okay, we hurry up. Es ist ein bisschen größer als unser Dachzelt, aber es ist immerhin immer noch ein Zelt. Mit einem Bett. Und einem riesengroßen Fenster. Wir könnten offen schlafen, wenn wir wollten, ne? Aber ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil Dinner... Ja, aber er hat was von Schlangen gesagt, deswegen... Das war nur seine Fortführung von den Dingen, die es hier so gibt. Ja, ich meine, deswegen möchte ich das gerne nicht offen haben. Ja, nee, das ist klar.
Und ich frage mich gerade auch, ich habe auch nur Flipflops jetzt mitgenommen. Ja, du, das lässt sich jetzt nicht ändern. Ich mein, und meine Feldschuhe sind unten im Auto. Meine auch. Dann lässt du die jetzt einfach an und wir gehen so dahin. Ich meine, ich habe jetzt auch nur meine hässlichen. Soll ich noch was anderes anziehen oder bin ich... Du bist eigentlich fein, so wie du bist. Ich muss nur meine... Okay. Den Rest zeigen wir euch später. Wir müssen zum Dinner. Das ist nämlich glücklicherweise inklusive. So wie Breakfast auch und ein Morning Drive. Ja. Von und daher lohnt sich das schon ganz schön. Also ne, normalerweise kostet das 400. Oh Mann, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Ich mache mich auch noch ein bisschen hübscher. Du bist hübsch. Und dann gehen wir zum Dinner, was sehr, sehr schön aussah. Wahnsinn, wir gehen jetzt zum Dinner. Wir haben keine Zeit, den Rest erklären wir später. Wenn wir jetzt einfach nur mal schnell ein anderes Oberteil angezogen, also zumindest Christian. Ich habe nur andere Ohrringe und Lippenstift aufgetragen, damit wir nicht ganz so underdressed sind, weil wir sind nicht vorbereitet. Überhaupt nicht. Schau, das ist hier unsere Veranda. Achso, sollen wir das vielleicht noch ausmachen? Auf jeden Fall. Okay, man sieht nichts. Oh Mann, ey. Für die 150 Dollar wollte ich endlich... Dollar? Wäre schön, wenn es... eine längere Zeit hier in diesem Zelt verbringen. Aber okay. Also ungelogen, als wir angekommen sind, war dieses Bett nicht aufgeschlagen. Nicht? Nein. Bist du sicher? 100 Pro. Mein Kissen lag auch nicht da. Während wir Abendessen waren, haben die das... Hä, wo war denn dein Kissen? Ich habe es irgendwo hingeschmissen. Während wir Abendessen waren, haben die das Bett fertig gemacht und uns jeder ein Rocher dahingelegt. Dein Ernst? Mein absoluter Ernst. Und der... Oh. Und der Werni hat sich die ganze Zeit darüber beschwert, dass das hier kein 5-Sterne-Hotel ist. Ja, der ist ja irgendwie, keine Ahnung. Es ist... Ist das schön. Es ist alles ein bisschen wirr. Oh, dieses Video ist auch ein bisschen wirr, weil die ganze Situation wie geil ist... Die ganze Situation ist einfach wirr. Ich glaube, wir müssen das morgen früh noch mal etwas in Ruhe filmen. Hier ist ein riesengroßes, bestimmt... Mann, ist das ein schönes Bett mit Himmelbett? Unterbrich mich nicht. Entschuldigung. Hier ist ein riesengroßes Moskitonetz. Bestimmt 2x4 Meter, was unsere Eingangstür ist. Und hier steht unser Bett, hier hinten rum... ist unser Badezimmer und hier geht es wieder rum über den Schreibtisch und den Sessel zu unserem Schlafzimmer. Also manchmal passieren so Sachen. Vor allem, wir bezahlen dafür 150 statt 400, ne? Ja, wie gesagt, wir haben 65% Rabatt bekommen. 65%, das ist ja total... Warum überhaupt? Also warum machen die das überhaupt? Ja, lass dich auch nicht so ein bisschen blenden, ne? Vielleicht waren es auch nur 10%. Ich wollte Werni noch fragen, wie viel die eigentlich bezahlt haben. Ja, warum hast du denn nicht? Ich hab's vergessen. Die sind mit dem Flugzeug hier hingekommen. Ja. Der Werni und die Froni sind mit dem Flugzeug gelandet. Warum sind da so 2 Punkte? Guck mal hier. Siehst du diese beiden blauen Punkte? Ja, das sind Spiegelungen. Nee, nein, sind es nicht. Doch, mal. Von der Lampe und dem Spiegel. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Egal. Wir haben jeder ungefähr 20 Whisky getrunken. Deswegen macht dieses Video auch nicht so wirklich Sinn. Nee, ich werde es wahrscheinlich auch nicht reinschneiden, weil es ein bisschen peinlich. Ja, muss ja auch nicht. Dann, was machst du denn überhaupt? Ich lese über den Daydrive, den wir morgen haben. Ja, um ich... 8. Morning Drive, nicht Daydrive. Achso. Dann gehe ich duschen. Irgendwas beißt mich. Eine Schlange? Gehst du duschen? Ja. Tschüss.